Absolut großartig, mehr geht nicht. Und zwar der gute Janosch Poa. Ja, die rechte Hand von Vigo. Ja, aus der 7. Serie von Diamond Select Ghostbusters. Die kleine Assel. Ja, und auch mit einem, ihr könnt ja mit den ganzen Teilen euch ein wunderbares großes Diorama zusammenbauen. Hier ist auch noch dieses kleine Baby mit dabei. Und vor allen Dingen das Logo, was ja am Haus prangt, das habt ihr hier mit drin. Und der kommt für lächerliche 9,99 zu euch nach Hause. Also hier hinten seht ihr auch noch, ne, den Feuerwacheneingang. Ja, ja. Und da hängt sozusagen das Ghostbusters-Schild. Ja. Könnt ihr, wenn ihr jetzt zum Beispiel nicht die ganze Feuerwachentür da zusammenbauen wollt, auch wunderbar benutzen für irgendwelche anderen Dioramen. Da habt ihr ein tolles Ghostbuster-Schild und halt zwei Figuren, ne? Wenn ihr noch irgendwie ein blödes Girl Baby, kann man doch immer Baby gebrauchen. Genau, braucht so, ne? Was ja, ein super bisschen nervig ist. Ja. Und Janosch, da ist jetzt aber, wäre jetzt meine Frage, Janis. Ja. Wird man heutzutage noch Personen wie Janosch so stereotyp spielen wie damals? Ich erinnere mich auch an Beverly Hills Cop, an den... Also er ist ja ein Osteuropäer, also er hatte ja osteuropäische Wurzeln, würde ich sagen. Ja. Er sollte ja irgendwie aus dem Land kommen, aus dem Vigo kam. Ja. Glaube ich jedenfalls. Ich glaube, das würde man immer noch. Ich glaube, mit den Osteuropäern sind sie noch nicht fertig. Da sind die noch so ein bisschen. So, die Russen sind ja auch beliebt als. Du kriegst schon immer noch. Stereotypen gibt es immer noch, aber es wechselt halt. Ich glaube, die gehen lieber auf Nummer sicher und nehmen dann schön die Russen. Ja, heutzutage sind ja viele immer so schnell beleidigt, wenn man manche so ein bisschen, weiß ich nicht, überkandidelt oder sonst irgendwie so darstellt in solchen bestimmten Stereotypen. Ja, aber ich glaube, er hat jetzt keinen Skandal ausgelöst, soweit ich weiß. Nee. Das ist sein Spiel. Ich fand, er hat das auch ordentlich abgeliefert. Ja, ja, ich fand ihn auch super. So, ich habe einen Tipp. Ja, dann ich hab was los. Ganz was Klassisches mitgebracht. Oh. Habe ich bei dir gekauft damals. Ja. Give Me Liberty von Frank Miller, gezeichnet von Dave Gibbons. Wer das noch nicht kennt, das ist ein absoluter Klassiker. Das ist etwas aus der Zeit, als Frank Miller noch echt ganz gut geschrieben hat. Ganz gut, mega gut. Und das ist eine dystopische Zukunftsgeschichte, die einfach ganz gut passt in die Zeit. Es ist einfach fantastisch. Es geht über eine ganze Weile. Also Protagonistin ist ein junges, schwarzes Mädchen, die quasi aufwächst und in die Armee eintritt und da so ein bisschen ihr Schicksal findet. Und das ist so ein bisschen sozialkritisch im Ganzen. Und im Endeffekt geht es darum, dass es einen Krieg gibt im Amazonas, die ganzen Junkfood, die ganzen Burgerläden gegen die Regierung, die verhindern wollen, dass der Regenwald abgeholzt wird. Und es geht echt gut drunter und drüber und gut zur Sache, ist sehr brutal, aber es liest sich fantastisch, ist eine gute Geschichte. Und Martha Washington, so heißt die Protagonistin, ist einfach ein grandioser Charakter. Davon gibt es eine ganze Masse Hefte und Stories. Ja. Und die ist wirklich... Zwei Sammelbände cool. Gibt es ja, da mittlerweile. Ja. Toll gezeichnet, Dave Gibbons. Brutal war er immer, aber er war halt früher, sag ich mal, vielschichtiger. Ja. Kontrovers war er auch immer, aber das fand ich halt früher, fand ich ihn vielschichtiger, wohingegen so die Storys der letzten 15 Jahre, das war mir einfach ein bisschen zu flach. Also ich hatte zu viel Schwarz und Weiß. Ja. Storytechnisch zu viel Schwarz und Weiß gezeichnet. Ja, er kommt wieder zurück, habe ich das Gefühl. Ja? So, ja, er hat jetzt so ein paar ganz gute Sachen gemacht, wo ich dachte, na, vielleicht ist doch nicht alles verloren. Eine Zeit lang war er ja sehr, sagen wir mal, vom Terror beeinflusst. Und dann waren die alles natürlich Islamisten, die Bösen, die ganze Zeit. Und das liest sich so ein bisschen schwierig für mich. Aber also ich kann nur sagen, Give Me Liberty ist ein Comic, das man gelesen haben muss. Und Dave Gibbons zeichnet bombig. Ich fand es großartig. Ja. Gerade wenn du Watchmen liebst, so rein von der Stimmung her und von den Zeichnungen, dann bist du mit Dave Gibbons bei Give Me Liberty super aufgehoben. Storybombe, Zeichnungbombe, Give Me Liberty, ey, holt euch das Ding. Super. Und wir zeigen euch mehr morgen an Angeboten und Tipps. Bis dann, ciao.